Alles klar, ich werde es versuchen. So. Liebe Leute, wie viele gemeinsame Jahre parlamentarischer Demokratie und Republik haben die Deutschen in ihrer gesamten Geschichte jemals erlebt? Schätzt doch mal. 60. Gar keine. Nein, so, alles falsch. Es waren mit allem Gewackel, mit allen Unruhen, mit allen Nachteilen, Vorteilen und was weiß ich, ganze 37 Jahre. Und das noch nicht mal vollständig. 15 Jahre Weimarer Republik und 22 Jahre Berliner Republik. Ich stehe hier, weil ich eine politische Tradition habe. Das sage ich jetzt auch gerade den Rechtskonservativen unter Ihnen, ja, Republikaner und so weiter. Ich sage Ihnen mal meinen zentralen Satz meiner politischen Tradition. Und den lernen Sie kennen. Im Zweifel für die Freiheit! Ich bin nicht bereit, diese Demokratie aufzugeben. Es gibt vieles, was mir daran nicht passt. Ja, angefangen mit dem ganzen Parteienkartell im Bundestag, diesen ganzen Staatsschauspielern, der Bankenmacht und so weiter, dass man immer Angst haben muss, ja, wenn man im Fernsehen irgendwie da durch die Kanäle seppt, ja, Vorsicht, Muslimane, da wieder Hitler, 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 den ganzen Tag Nazi-Stasi auf dem anderen Kanal und so weiter. Es gibt vieles, was mich wirklich ankotzt in dieser Bimbis-Republik. Und trotzdem stehe ich hier, um diese zu verteidigen. Ja? So. Es gibt hier viele, die den Namen Mario Draghi schon mal gehört haben. Richtig? Ich gehe mal raus. So, kennt jemand von euch den Namen Hjalmar Schacht? Jawohl! Aha, gucke da. Für diejenigen, die den Namen nicht kennen, das war der Reichsbankpräsident von 1923 bis 1930 und von 1933 bis 1939. Ich sage euch eins, ich erkenne Revolutionäre, wenn ich sie vor mir sehe. Im Jahre 1932, im November, und jetzt kommen wir mal zum Ende der ersten Republik Deutschland, der ersten Demokratie Deutschland. Im November 1932 erlebte die NSDAP eine Wahlniederlage. Kein Mensch weiß das. 4% soffen sie ab. Selbst diese wackelige parlamentarische Demokratie war gerade dabei, das ganze Aufkommende, den Abgrund aufzuhalten. Was geschah dann? Ein gewisser Hjalmar Schacht organisierte eine Industrielleneingabe an den damaligen Reichspräsidenten, der die exekutive Macht in Händen hielt, mit der Aufforderung, der ganzen drohenden Enteignung der Deutschen, ja, endlich einen Riegel vorzuschieben, der Enteignung der Deutschen durch die. Ja. Und die schlug Hjalmar Schacht vor, sollte das aufgehalten werden, mit der Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler. Ernennung, Reichskanzler wurden ernannt. Wir verstehen das. Nicht vom Volk gewählt, sie wurden ernannt. Okay? Also wenn euch irgendjemand was erzählt von wegen, ja, die Deutschen, die haben doch den Adolf Hitler zum Reichskanzler gewählt, dann wisst ihr jetzt, das ist Scheiße, okay? Das ist einfach einer von diesen ganzen Lügen, die euch den ganzen Tag erzählt werden. Ernannt wurde er, ernannt vom ehemaligen kaiserlichen Feldmarschall des Kaiserreichs. Wir haben drei, was heißt wir, also wir leben ja auch nicht ewig oder so, nicht auf dieser Welt. Die Deutschen haben drei Diktaturen hinter sich. Drei. Ja? Kaiserreich, Faschismus, real existierender Sozialismus. Ich finde, das ist genug jetzt. Das langt jetzt einfach. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt. Wir sind souverän. Ja? Wir sind der Souverän. Wir sind eine ganz normale Republik. Das sagen wir ab jetzt mal allen. Das sagen wir vor allem erstmal uns selbst. Und wer das begriffen hat, dass wir souverän sind,
der stellt auch nicht die Souveränität anderer Demokratien in Frage, weil das als Bumerang an ihn zurückfällt. Ja? Das Existenzrecht anderer Staaten darf nicht in Frage gestellt werden. Auch nicht das Existenzrecht des eigenen Staates. Genau. Nicht interventionistisch, anti-interventionistisch. Das sollten Linke sein. Und nicht versuchen, für den guten Zweck, für den linken Zweck, für den oberlinken Zweck, irgendwas in Europa herumzuoperieren, in anderen Staaten und ihnen zu sagen, enteignet die Reichen, oder wie es die Banken machen, die machen genau dieselbe Schiene, senkt die Löhne. Das macht man nicht. Man interveniert nicht in andere Staaten. Nicht mit Bomben und nicht mit Bäckern! Ich sage mal eins. Gerade, ihr werdet mir das vielleicht nicht glauben, ja, aber es gibt keinen, der unter der Sowjetunion so gelitten hat wie linke Demokraten. Ich weiß, viele von euch halten das immer noch für einen Widerspruch. Ich habe euch bewiesen, dass das keiner ist. Ich. Die Sowjetunion hat sich rätemäßig von oben nach unten durchorganisiert. Genau dieses Modell haben wir bereits in Brüssel. Wir haben den obersten Regierungsrat aus den Staatschefs. Der nennt sich Europäischer Rat. Dann gibt es darunter auf der Ministerebene den Rat der Europäischen Union. Dieser Rat ist gar kein Rat, das sind Räte, nämlich genau 10. 10, danke. 10 Formationen von Ratsformationen agieren unter diesem Label Rat der Europäischen Union. Es ist ein staffeltes Modell, was gerade dabei ist, die Macht über die Mitgliedstaaten des Staatenbundes Europäische Union zu übernehmen. Mittel zum Zweck soll ein autoritär und repressiv organisiertes Finanzsystem sein. Über dieses Finanzsystem wurde noch nie abgestimmt, nicht im Volk. Vielleicht erinnern sich ein, zwei Leute an meine letzte Rede in Karlsruhe. In dieser Rede am 31. März habe ich eine Volksabstimmung prognostiziert, die uns drohen wird. Im Gegensatz zu Weimar ist unser Grundgesetz, was ich für die beste Verfassung der Welt halte, so stabil gebaut, dass es nur durch den unmittelbar erklärten Willen des Volkes zu kippen ist. Darum werden sie nicht herumkommen. Eine Volksabstimmung müssen die erstmal gewinnen. Und ich sag den Bankern, ich sag diesem Kartell im Bundestag, ich sag auch den internationalen Organisationen, die sich anmaßen, uns in unsere Demokratie reinzuquatschen. Volksabstimmung, kommt doch her, ihr Penner! Ich weiß, ihr werdet das jetzt sagen, hui, das kann man doch nicht und das geht doch nicht und so weiter. Hey! Ich bin hier nur der Linksaußen, der Podolski. Ja. Also auch die anderen sagen euch das alles so, dass ihr das irgendwie schön schriftlich auch bei der Zensurbehörde abliefern könnt und so weiter. Wirklich, ich habe es satt, Lügen zu hören. Ich bin auch wirklich, ich habe keine Lebenszeit dafür, selber zu lügen. Das macht nur Probleme. Ich kann diese Scheiße nicht mehr hören in den Staatskanälen, in der Informationsindustrie, bei diesen Quatschköpfen, ja, in den Parteien, die alle nicht mehr christlich und demokratisch, nicht mehr christlich-sozial, nicht mehr liberal, nicht mehr sozialdemokratisch, nicht mehr ökologisch, reformorientiert und schon gar nicht links sind, sondern nur noch ein einziges Kartell des Eurokapitalismus, der Euro-Religion, ja, die da sagt, ja, Demokratie, das hemmt doch die Wirtschaft, das schafft doch kein Wachstum und Beschäftigung. So, ich weiß, 10 Minuten und so weiter. Letzter. Wisst ihr, was mir durch den Kopf gegangen ist? Was Namen doch für einen Unterschied machen. Wieso haben die eigentlich den Euro nicht Hitler genannt? Ja! So, ich meine, verstehst du, macht das alles auf einmal Sinn, ja? Der Hitler ist Europa. Wir müssen alles tun, um den Hitler zu retten. Oder später werden sie sagen, war nicht alles schlecht, nur das mit den Griechen und den Italienern und den Spaniern und den Irländern und den Portugiesen. So, ja, oder schwierig wird es dann bei der Gehaltserhöhung, ja? Chef, ich will mehr Hitler! So. Und man könnte es auch anders, man könnte ihn auch anders umtaufen. Man könnte es sagen, nicht Euro, sondern Manfred. Ja?
Angela Merkel bei ihrer Weihnachtsansprache. Oh du mein Manfred. Versteht ihr, wir leben hier in einer Art von, wir sind auf Autopilot geschaltet. Unsere gesamten staatlichen, juristischen, parlamentarischen Vertreter quatschen nur noch Unsinn und beten ein Finanzsystem an und erklären uns, dass die Zerstörung der europäischen Volkswirtschaften, dazu zählt doch die deutsche, ja, auch das hier ist eine europäische Volkswirtschaft. Oder sind wir vielleicht eine asiatische Volkswirtschaft? Nein, wir sind eine europäische Volkswirtschaft, keine pan-europäische Volkswirtschaft, eine europäische, ganz normal, versteht ihr? Normal? So. Genauso ist die italienische Volkswirtschaft eine europäische Volkswirtschaft. Und die zu zerstören, genauso wie die griechische, eine Volkswirtschaft, ja, denen Gelder zu schenken, die sie vorher den deutschen Staat und den deutschen Bürgern aus der Tasche gezogen haben, damit die das wie eine einzige Durchreiche ans Bankenkartell rüberreichen und sagen, oh, jetzt haben wir den Griechen geholfen. Ja, dafür hat dann der griechische Staat mehr Schulden. Das ist ja das Einzige, was die sogenannte Hilfe ist, den verschuldeten Staaten noch mehr Schulden obendrauf zu kippen. Dass das ganze System kollabieren muss, ist allen klar. Und was kommt dann danach? Ja, wenn sie sagen, ja Leute, es ist leider so alles ruiniert, jetzt haben wir die alte Ordnung zerstört, jetzt müssen wir eine neue installieren. So denken Revolutionäre. Von oben nennt man eine Revolution einen Putsch. Ja, so sieht das aus. Wer eine neue Ordnung, neue Weltordnung installieren will, muss die alte zerstören. Das ist einfach, das ist logisch. Logisch. So. Vielen Dank, dass ich hier wieder mal reden durfte. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Und nochmal, ich möchte, dass ihr da die zwei Wörter am Anfang dieses Satzes laut ruft. Die letzten zwei Wörter dieses Satzes aus 5 Wörtern. Okay? Wir versuchen das mal. Ihr schafft das. Im Zweifel für... Na also, ich versuche es nochmal. Im Zweifel für... Die Freiheit, Bernhard, aber ist okay.